Twee mensen zijn donderdagmiddag opgepakt bij de sluis tussen Lin en Heil. De twee werden op heterdaad betrapt toen ze met een boot er vandoor gingen. Die loog in de haven van Snelles in Herten. En de Duitse jong die toevallig ook in de jachthaven was en de eigenaar van de boot kende, sloeg meteen alarm. Via de eigenaar kost de boot opgespoord worden, want hij had namelijk GPS aan boord. De boot bleek bij de sluis in Linnen te liggen en daar kost de politie de daders al snel in de kladden grepen. Volgens de jong die de politie had gewaarschuwd, werden ook de sluizen tijdelijk afgesloten, zodat de dieven geen kan meer opkosten. Het waren twee jongelingen in het alter van 30 tot 35 jaar. Die sind auf das Boot zu, auf das Andorra-Boot und haben das kurz geschlossen und sind damit aus dem Hafen rausgefahren. Und ich selber kenne den Besitzer und habe mir gedacht, das ist der Sohn, aber der war es dann doch nicht. Und dann haben wir den Sohn angerufen und der sagte, ja, das Ding hat GPS, wir können direkt sagen, wo das Ding ist. Und ja, danach haben wir natürlich direkt Polizei angerufen. Und ja, dann haben wir Schleuse abgesiegelt, ja, dass die nicht mehr auf und zu geht. Und dann kamen die natürlich nicht mehr weg und dann sind sie in der Schleuse festgenommen worden. De twee zitten voorlopig vast. De boot is inmiddels weer terug bij de eigenaar in Herten.